Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Ihr denkt euch bestimmt, was tut der da? Der hat doch hinten zwei Türen. Warum baut der eine Rückwand ein? Wieso ich das gemacht habe und warum, erzähle ich euch gleich. Ja, ich habe eine Rückwand eingebaut. Warum ich das gemacht habe, man sieht es hier oben, vielleicht sieht man es, nee, sieht man nicht, aber gleich in Videos wird man es sehen. Somit ist die Rückseite auch einigermaßen gedämmt. Ich habe hier oben aber ein großes Fenster gelassen, dass ich noch schön rausgucken kann. Das macht die Verdunklung dann auch sehr, sehr einfach. Ich mache hier oben einfach ein Rollo hin mit Schienen an der Seite und dann kann ich das mit so einem Kettchen einfach das Rollo runterlassen und dann ist auch dunkel. Jetzt werden viele sagen, ja, aber du kommst ja gar nicht mehr von hinten an deine Sachen ran. Doch, jeder, der schon meinen ersten Camper gesehen hat, ich baue riesengroße Auszüge. Und hier unten, das sieht man jetzt nicht, oder? Vielleicht hier hinten doch. Hier sieht man es ein bisschen. Hier unten ist auch noch ein Loch. 20 hoch, 1,20 breit. Da kommt ein riesen Schubfach raus. Der wird noch 1 Meter oder 1,20 Meter, vielleicht auch 1,50 Meter lang. Da bin ich mir noch nicht sicher und so komme ich hier auch dann an alles ran. Gut, fangen wir an. Und zwar, wir fangen an mit der Unterkonstruktion. Als allererstes baue ich mir natürlich wieder eine Unterkonstruktion und hierzu 34 x 34 mm Fichtenholzlatte erstmal hier an die Seitenwand. Schnellschraube, zack, fest. Und unten mache ich mir einen Winkel. Wie man hier jetzt, glaube ich, schon gut erkennen kann, hier soll später der Auszug unten rauskommen, also der 1,20 Meter breite Auszug. Und deswegen mache ich mir hier oben drüber schon mal eine Querlatte, damit ich weiß, in welcher bis zu welcher Höhe hin ich verschalen muss. Die mache ich einfach fest mit links und rechts mit dem Winkel und später wird es über die Verschalung eh nochmal verschraubt. Dazu habe ich mir nochmal Schnellschrauben besorgt, aber diesmal kürzere und zwar 20 mm. Hier links und hier rechts gibt es noch einen kleinen Zwischenträger und den verschraube ich oben einfach mit einer 45er Schraube. Unten werde ich ihn nicht befestigen, also hier unten, denn wenn die Verschalung drauf kommt, ist es auch gleichzeitig hier an dem Pfosten, der auch schon fest ist, befestigt dann hat und so wird es in sich ein tragendes Konstrukt. Hier auf dieser Höhe, 70 Höhe, beginnt mein Fenster. Hier kommt dann, das werde ich wahrscheinlich so hoch, so 50 hoch machen und werde es hier auch in der Breite noch beschränken auf 1 Meter. Und von der anderen Seite kommt dann das Rollo dran und dann kann ich, wenn ich im Bett liege, in der Früh schön das Rollo aufmachen und kann rauskommen. Die Rahmenkonstruktion ist fertig, wie man sehen kann. Hier unten soll der Auszug raus. Hier oben ist das Fenster, alles fertig. Dann geht es eigentlich schon los mit dem Verschalen. Das nächste Brett muss ich hier unten ein bisschen ausschneiden und ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, dass Anlegen und Anzeichnen besser ist als Messen. Daher lieber anzeichnen als messen. Dann passt's ganz bestimmt. Seht ihr das hier? Seht ihr das?
anzeichnen statt messen. Immer besser. Letztes Brett und dann geht's nach innen. Wie man jetzt sehen kann, sind wir im Innenraum. Hier hinten ist jetzt die Konstruktion. Und hier zwischen der Konstruktion habe ich jetzt Platz. Und das ist das Schöne, deswegen habe ich auch so lange überlegt, wegen der Rückwand. Hier wird jetzt mit 19 mm Armorflex nochmal die Rückseite gedämmt. Und dann natürlich noch verschalt. Aber als allererstes das Armorflex rein. Damit ist die Rückwand jetzt auch ein bisschen gedämmt. Natürlich fehlen ein paar kleine Stellen, so ganz minimal. Ja. Aber hier kommt dann später noch ein Rollo drüber. Aber als allererstes muss jetzt hier noch verschalt werden. Das war's. Letzte Schraube und damit ist die hintere Wand fertig. Ist gut geworden, ist stabil auch mal wieder, wie alles in diesem Wagen. Das sind einfach diese 18 mm Fichtenholzplatten. Wenn die gescheit verschraubt sind, sind die unzerstörbar. Gut, Dämmung drin, Verschalung innen, außen und aufs Untergerüst geschraubt. Damit ist die hintere Wand fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist dann das Rouleau. Das kommt hier dann noch drüber. Und natürlich auch ein bisschen Kleinkram wie hier. Noch ein bisschen hübsch machen, ein bisschen verschalen hier innen drin. Aber das kommt alles ganz zum Schluss. Ich muss erstmal gucken, dass ich in dem Ding schlafen kann. Und das ist das Nächste, was wir machen. Und zwar im nächsten Video werdet ihr sehen, wie ich mein Bett mache oder Bett konstruiere. Und da freue ich mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Das war's für dieses Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Guckt ein bisschen auf dem Kanal rum. Guckt vielleicht auch die anderen Videos vom Kastenausbau. Wenn ihr natürlich kein Video vom Kastenausbau verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. In dem Sinne, ich bin der Scar von den Camping Cowboys. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.